In Portugal hat die Wahl eines neuen Parlaments begonnen. Jüngsten Umfragen zufolge wird ein enges Rennen zwischen den regierenden Sozialisten und dem oppositionellen Mitte-Rechts-Bündnis Demokratische Allianz erwartet. Die vorgezogene Wahl war angesetzt worden, nachdem der sozialistische Regierungschef Costa im November wegen Korruptionsvorwürfen gegen sein Umfeld zurückgetreten war. Korruption, Wohnungsnot und soziale Probleme könnten der rechtspopulistischen Partei Chega große Zugewinne bringen. Die Unzufriedenheit im Land ist groß. Das hier sind die Steine des Anstoßes. In diesem ländlichen Gebiet im Norden Portugals soll ein riesiger Lithiumschatz gehoben werden. Hunderttausende Autobatterien könnten damit gebaut werden. Doch eine Bürgerinitiative um Nelson Gomes kämpft dagegen. Er hat Angst um seine Heimat. Es ist Ausbeutung. Die biologische Vielfalt wird zerstört, das Ökosystem, ja, die Lebensweise der Menschen, die Landwirtschaft, Felder, die für uns wichtig sind. Deshalb können wir ein solches Projekt nicht akzeptieren. Schon jetzt wird in der Region Quarz abgebaut. Aber um Lithium zu gewinnen, müssten die Löcher viel breiter und tiefer werden. Nein zur Mine, ja zum Leben steht hier auf Plakaten. Chemie käme zum Einsatz, um das begehrte Lithium aus den Steinen zu lösen. Viele Bewohner fürchten um ihr Trinkwasser. Erst zweifelten die Menschen der Region an der Rechtmäßigkeit von Umweltgutachten und Genehmigungen, dann auch die portugiesische Justiz. Es gibt Korruptionsvorwürfe gegen das Umfeld des Regierungschefs António Costa. Ihm selbst konnte zwar bislang kein justiziables Fehlverhalten nachgewiesen werden, doch Costa trat im November zurück. Auf den ersten Blick war die Bilanz seiner linken Alleinregierung bis dahin gut. Der Tourismus boomt, der Fahrradbau, die Textilindustrie. Portugals Wirtschaft wuchs im dritten Quartal 2023 um 1,9% und liegt damit deutlich vor Deutschland. Aber in Feierlaune sind deshalb nur wenige Menschen in Portugal, denn das Lohnniveau ist weit entfernt von Spitzenplätzen. Der gesetzliche Mindestlohn liegt bei nur rund 4,50 Euro. Auch im öffentlichen Dienst, in Krankenhäusern etwa, seien Löhne zu niedrig, sagt der in Deutschland aufgewachsene Arzt und Gewerkschafter Vitor Almeida. Es gibt Arbeit, aber es gibt schlecht bezahlte Arbeit vor allem. Und das bedeutet, dass gerade die junge Generation, unsere Kinder, jetzt um die 20, 25 sind, die wandern alle aus. Wir verlieren im Moment die Intelligenz des Landes, die auswandert. In Städten wie Lissabon können sich viele Menschen das Leben nicht mehr leisten, bei Monatseinkommen von 1.000 Euro oder weniger. Viele werfen António Costa vor, nach seinem Wahlsieg vor 2 Jahren habe seine linke Alleinregierung keine linke Politik für Arbeitnehmer gemacht. Gestolpert aber ist die Regierung über Korruptionsvorwürfe rund um die geplante Mine und andere Projekte. Heute gibt es nun vorgezogene Neuwahlen in Portugal. Umfragen sehen Zugewinne der Rechtspopulisten. Und zu der Wahl in Portugal spreche ich jetzt mit unserer Korrespondentin Christina Böker vor Ort in Lissabon. Wir kennen Portugal hauptsächlich als Touristen. Wie steht denn das Land da? Wie geht es den Menschen im Land? Naja, wir haben es im Beitrag auch gerade gehört. Es gibt im Prinzip zwei Portugals. Das eine ist dieses Portugal, von dem wir gehört haben, wo die Wirtschaft brummt. Die sozialistische Regierung hat es sogar überraschenderweise geschafft, das hohe Defizit Portugals im Laufe der Jahre abzubauen. Und es gibt viel grüne Energie in Portugal. Also eigentlich von dieser Seite her gesehen fast schon ein Vorzeigeland. Wirtschaftswachstum am Ende des vergangenen Jahres um die 2%. Im Jahr 2022 waren es mal 6%, immer über EU-Durchschnitt in diesen Jahren und auch deutlich vor Deutschland. Aber dann gibt es noch das andere Portugal, das zum Beispiel darunter leidet, dass die Mieten sehr hoch sind. Und beide Portugals hängen im Prinzip zusammen, denn für den großen Boom in Portugal sorgen auch die vielen Touristen. Wir haben sie hier, wo wir stehen, auch heute Morgen schon gesehen. Unten in der Stadt kann man sich kaum retten. Überall wird Deutsch, Spanisch, Italienisch, Französisch gesprochen. Sie begegnen einem hier überall. Die lassen natürlich viel Geld hier, aber es gibt auch eine Schattenseite. Sie mieten viele Wohnungen über Portale. Das heißt, der Wohnraum wird knapp und das treibt die Mieten in die Höhe. Und dann können sich Menschen,
die den Durchschnittsverdienst von 1300 Euro hier ungefähr verdienen, netto eine Wohnung für 1200 Euro in Lissabon zum Beispiel, drei Zimmer, wir haben mit einer Familie gesprochen, die eine Wohnung gesucht hat, einfach nicht mehr leisten, die sind dann rausgezogen. Zusätzlich ist das Gesundheitssystem unterfinanziert. Die Ärzte gehen deshalb demonstrieren und auch die Staatsbediensteten, Polizisten oder Lehrer demonstrieren wegen der geringen Löhne. Sie sind in den vergangenen Monaten immer wieder auf die Straße gegangen. Da zeichnen sich zwischen den Zeilen ja schon die Wahlkampfthemen ab. Welche waren es denn konkret in den vergangenen Wochen bis heute? Ja, die Bürger denken natürlich sehr viel über diese Themen, über die wir gerade gesprochen haben, nach Wohnungsnot, geringe Löhne. Das spielt eine sehr, sehr große Rolle. Aber alles wurde von dem einen großen Thema Korruption letztendlich überlagert. Denn das war ja auch der Grund für den Rücktritt des sozialistischen Ministerpräsidenten Costa. Und das hat dann am Ende auch den Wahlkampf geprägt hier. Wir haben mit vielen Menschen auf der Straße gesprochen, ob jung, ob alt, ob rechts, ob links. Alle letztendlich haben ihrem Unmut über die Korruption in diesem Land Luft gemacht. Und man muss dazu wissen, auch die konservative Partei, die hier Sozialdemokratische Partei heißt, das ist praktisch das Pendant zur CDU, die haben sich mit den Sozialisten in den letzten Jahrzehnten letztendlich beim Regieren abgewechselt. Und auch sie haben Korruptionsaffären. Insofern, die Bürger hier sind es einfach leid, das Thema Korruption, das hat deshalb den Wahlkampf geprägt. Was weniger eine Rolle gespielt hat, ist zum Beispiel Umweltpolitik oder auch das Thema Migration. Wobei die rechte Partei CEGA, die hier deutlich zugelegt hat zuletzt in den Umfragen, dieses Thema natürlich sehr klar auf der Agenda hat. Korruption wurde jetzt schon oft erwähnt, aber machen wir es mal konkreter. Was wurde denn Costa bzw. seinem Umfeld genau vorgeworfen? Wir haben es im Beitrag gehört, da ging es zum einen um ein Projekt mit einer Lithiummine und zum anderen auch noch um ein Rechenzentrum im Zusammenhang mit einem Projekt für Wasserstoff. Am Ende wurde aber nie ganz genau klar, worin die einzelnen Vorwürfe bestanden. Und gegen den Ministerpräsidenten selber, gegen den man zunächst glaubte, auch ermittelt würde, da handelte es sich am Ende um eine Namensverwechslung, da war er aber schon zurückgetreten. Ganz genau aufgelöst wurde diese ganze Affäre bisher zumindest nicht. Sie haben gerade die ultrarechte Partei CEGA erwähnt, die extrem zugelegt hat. Warum hat sie extrem zugelegt? Zum einen, wenn es in einem Land Unzufriedenheit gibt, dann spielt das natürlich grundsätzlich Populisten in die Hände. Aber dann kam noch der Rücktritt wegen dieser Korruptionsaffäre hinzu. Und das hat die Partei CEGA natürlich sofort auch zu ihrem großen Thema gemacht und im Wahlkampf ausgenutzt. Es standen zum Beispiel hier große Plakate in Lissabon und anderswo in Portugal mit dem Konterfei des Spitzenkandidaten Ventura der CEGA-Partei. Und mit dem Slogan, man müsse Portugal so wörtlich säubern. Und daneben waren vier Gesichter aus der bis dahin regierenden Sozialistenpartei zu sehen, auch der bisherige Ministerpräsident. Die waren durchgeixt. Das war zum Beispiel eins der Plakate. Und damit unter anderem hat CEGA stark Wahlkampf gemacht. Wir haben vor zwei Tagen beim Wahlkampfabschluss gedreht bei den Sozialisten und bei CEGA. Was da auffällig war, ist, bei den Sozialisten sind zwar mehr Anhänger am Ende mitmarschiert durch die Straßen mit dem Spitzenkandidaten, aber bei CEGA sind dem Spitzenkandidaten auch sehr, sehr viele junge Leute gefolgt. Das fand ich durchaus bemerkenswert. Und die wiederum haben uns erzählt, was sie sich hauptsächlich wünschen, ist eine bessere Zukunft für sie in ihrem Land, für sie, die Jungen. Denn wir haben es im Beitrag auch gehört, viele, viele wandern ab aus Portugal. Nun sind die Wahlen ja noch nicht abgeschlossen. Wo steht denn die Partei CEGA und wo stehen die anderen in den letzten Umfragen? Im Moment ist die Partei CEGA mit 7% hier vertreten. In den Umfragen, auch schon auf den Wahltag zulaufend, konnten sie ihr Ergebnis immer mindestens verdoppeln. Die letzte Umfrage vom vergangenen Donnerstag hat ihnen 16% zugemessen. Die Konservativen mit einer Allianz von mehreren Parteien kämen demnach auf 34% und die Sozialisten auf 28%. Also 6 Punkte wären dazwischen. Es gäbe so nur eine einzige klare Mehrheit, nämlich eine Verbindung zwischen der Demokratischen Allianz, den Konservativen und CEGA, wobei aber der Spitzenkandidat
der Konservativen bisher eine Verbindung mit Jäger ausgeschlossen hat. Jetzt muss man gucken, wie fest diese Brandmauer steht. In Portugal stand sie bisher fest. Wenn sie so stehen bleiben würde, dann wäre die Regierungsbildung auf jeden Fall schwierig, weil es keine klare Mehrheit geben würde. Und manche Beobachter hier in Portugal mutmaßen sogar, dass die Portugiesen dann demnächst schon wieder an die Urnen gehen müssten. Zur heutigen Wahl in Portugal waren das Einordnungen aus Lissabon von unserer Korrespondentin für die Iberische Halbinsel und den Maghreb, Christina Böker. Vielen Dank.